So, und damit herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge Skyrim. Ich nehme hier wieder mal an einem Stück auf. Ich kann nicht anders. Das Spiel macht süchtig. Nicht wahr, Lydia? Die schweigt mich einfach nur an, die Frau. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen eingelesen bezüglich Bekleider und sowas nochmal kurz, weil ich da nicht ganz sicher war. Also bei Lydia ist es so an sich kann sie durch jetzt irgendwelche Monster und sowas nicht sterben. Es gibt aber immer wieder mal den einen oder anderen Bug, wo das leider trotzdem passiert. Es kann durchaus sein, dass ich die an der einen Stelle gar nicht getroffen habe, sie aber trotzdem gestorben ist mit diesen, wo ich hier gegen die Riesen und so gekämpft habe. Es gibt nur ganz wenige NPCs in diesem Spiel, die wirklich nur mit einem direkten Hit getötet werden können. Ich höre einen Drachen. Und da haben wir auch ein Drachensymbol. Assi! Heute gibt's Brutzel, Assi! Dam, dam. Da ist er doch. Kriegschranken. Und hier ist ein Drachengrab direkt daneben. Er hat mich gesehen! Los geht's! Was greifst du denn an? Alter, was ist denn hier vorne los? Hä, was greift er an? Was ist das hier? Schlammkrabben einfach nur, oder was? Oder Schlachterfische oder sowas. Ach nö, Banditen. Ist mir egal, du bist ein Bandit. Dich kill ich genauso. Nö. Gekochter Wels. Die haben sich erstmal schön was durchgebraten. Es sind bei mir gerade zwei Musik durcheinander. Hörst du das gerade richtig? Ja, irgendwie sind bei mir gerade zwei Musik durcheinander. Aber heiser Hindern. Ja. Verdammt. Ich wollte ein bisschen außer Reichweite laufen. Wahnsinn, bei mir laufen zwei Musik gleichzeitig. Das ist ja wieder sehr spannend. Drecksau, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich kann gerade nichts machen. So, Lydia, ich hoffe, du lebst noch. Komm, jetzt lande doch mal. Egal, dann heile ich mich wieder. Ja. Bringt ja leider überhaupt nichts. So kriegst du mich nicht gekillt. Meine Mana ist schneller wieder voll. Als du mit deinem Feuer auch Schaden machen kannst. Yes! Da ist er unten. Hier hilft mir irgendeiner. Ach, das. Hä? Ich weiß gerade. Wann ich einen Anführer. Ach nee, ist gar nicht Lydia. Stimmt. Die hat ja nicht mal diesen Helm hier auf. Ja, macht euch weg, Mann. Der Nervbolzen. Okay, dann erstmal. Ah, sie ist tot. Und er auch fast. Gut, tschüss. So, was hast du denn? Stahlkettenpanzerhelm brauchen wir nicht. Eisenkriegsaxt der Schwächung. Steck ich mal ein. Da ist er. Daneben. Getroffen. So. Eichnerhaut. Gleich nochmal Panzerung ran. Oh nein! Nee.
Feuer auch unbedingt unterbrechen. Okay, meine Panzerung merke ich schon. Nochmal schön angeschrien. Alter, was ein Fight wieder, ey. Und wir haben wieder eine Drachenseele. Und ich hoffe, Lydia lebt. Oh, Jaspeitrauben. Sieht man mal so leicht. Jo, Lydia lebt noch. Sehr gut. Okay. So, hier war der Anführer, aber hier hatte ich dann noch irgendwo einen gekillt. Was ist denn den hingel? Hier. Zwei Banditenanführer waren das. Heilige Scheiße. Okay. Erstmal hier. Immer zwei. Hä? Eisenschild der Magieresistenz. Steigert die Magieresistenz um 10 Punkte. Ganz ehrlich? Stahlschild gut und schön. 27 Panzerung. Aber ich gebe gerne 4 Rüstung auf, damit ich 10% resistenter gegen Magie bin. Das ist es mir absolut wert. Dann haben wir den gleich wieder weg. Zack. Nein, weghauen. So, Lydia, ich hoffe, du kannst noch ein bisschen was tragen. Euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich bin schon ziemlich voll und ich denke mal, sie auch bald. Aber das reicht noch, um hier noch fix zu looten. Geht ihr voran. Okay. Achso, und jetzt können wir... Warte mal. Schreie. Terrisch. Nee, komm, Frostatem hier. Aktivieren. Frostatem und unerbittliche Macht mal in die Schnellleiste. Ja, und Frostatem, wie es halt schon sagt. Machst halt so einen Eishauch. Könnte gegen so einen Feuertragen. Dracken. So. Feuerdrachen ganz gut sein. Hä, wir haben den Drachen gerade gekillt, Lydia. Oh, hier noch ein Schusch. So. Noch mehr Drachenbaum. Oh, was haben wir hier? Eisen. Dann gib mal ja hier. Wenn das hier immer noch genauso ist wie in Oblivion mit der Magieresistenz, dann ist Magieresistenz ja richtig OP wieder. Weil das ja dann wieder gegen alles Mögliche an Elementen zählt. Knochenspitze entdeckt. Noch mehr Eisenerz. Ist jetzt eigentlich gerade die Musik so leise. Oh, wir kriegen hier einen neuen Schrei. Okay, gib mal her. Was kriegen wir hier? Wort der Macht gelernt, Kälte. Nochmal! Okay. Wir können unseren Frostatem schon auf Stufe 2 machen. Ja, wie geil, ey. Ich glaube, ich hatte den auch noch nie auf Stufe 3. Den Feueratem glaube ich auch nicht. Große Kiste noch. Zwemer Plattenstiefel. Auch neu. Zaubertrank der verlängerten Unsichtbarkeit. Halskette des schwachen Blockes. Das Blocken mit deinem Schild absorbiert mehr Schaden. Alter, wie viel gibt's denn inzwischen? Zweimal Plattenstiefel sind auch wieder besser. Zack. Dann hau ich die Klemmer weg hier. Kriegen wir so langsam Zwergenausrüstung. Also ich kenne Zwergenstiefel.
Auch nicht Twemer Plattenstiefel. Sieht aus wie ein halber Cyborg, ey. Das sieht schon cool aus. Immer noch das Schwert mit in der Hand. Ich kann nur leider die Kamera nicht nach unten drehen. Ich kann hier nur raus oder rein zum Grat. Aber nice. Schön. Also bisher, denke ich, sind wir gut aufgestellt, was so Ausrüstung und alles angeht. Also läuft gut. Einige Riesen jetzt schon besiegt. Drachen jetzt schon besiegt. Gegen Trolle kommen wir gut klar. Das war mal ein Schleiftreffer. Jawoll. Okay. Vielen Dank. Okay, da scheint Kühnesheim zu sein. Sag bitte nicht, ich habe den Drachen von der Quest gekillt. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube dich. Was? Och, hier, die alte Hexe! Oh nein! Die hat einen Dolch! Die alte Hexe, ja. Was greifst du mich auch an? Die dumme Ömme. Alter! Hat hier lauter Ziegenköpfe und Zweiglingsköpfe aufgehängt. Die Potze. Danke fürs Gold. Und hier lauter Pfahlwurz. Was hat denn die hier gemacht, ey? Alter. Das dürfte ja Kühnesheim sein, oder? Jo, sind fast da. Ich glaube, Jaspeitrauben kriegt man auch nur hier in diesen heißen Quellen. Ich glaube, die wachsen gar nicht woanders. Das hier sind wieder welche. Kriegschranken. Drachenbaum, jede Menge hier. Das ist auch wieder so ein Grab hier. Das ist aber nicht das, was wir vor uns gesehen haben, oder? Doch, könnte sein. Wölfe irgendwo? Da ist noch einer. Ist das? Das ist er doch. Erst muss ich looten. Verdammt. Lydia, wo bist du? Verdammt, hier kommst du viel zu looten. Guck dir das an. Egal, komm. Einmal hier nach oben. Schnell, schnell. Alduin, ja. Der hat uns eh schon gesehen. Salognir, Sil Grodova Ulze. Langsam. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warten wir. Das ist schlimmer, als ich dachte. Alduin Turi. Waltit Fokria Srixejun Krusi. Ja, Lydia findet das langweilig. Wie erstmal ein Drache aufsteht.
Diese, die sehen mich doch schon. Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen Dova nennt. Salognir, Krita, Jore. Okay. Du gehst mal nachsehen, okay. Dann geh mal nachsehen. Ist das Eis oder Feuerdrache? Mal gucken. Naja, Eisdrache? Feuerdrache, okay. Heilung. Ich bin Salafi. Hört meine Stimme und verzweifelt. Solange ich blocke. Kein Ding, mein Freund. Jawoll! Finisher! Seele gehört mir. Seid ihr also wirklich? Und weißt du was? Es haut die direkt auf Stufe 2. Oder? Das stimmt, nicht wahr? Ihr seid wirklich ein Drachenblut. Glaubst du mir jetzt endlich? Wenn die Graubärte mich sogar schon holen, warum sollten die sonst sowas machen? Wie kann ich euch dienen, Tarek? Ich hoffe, die kann noch ein bisschen was tragen. Oh nein! 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 Ich kann nicht alles mitnehmen, verdammt! Geht ihr voran? Dann packe ich die Drachenknochen hier nochmal rein. Immer Drachenschuppe. So. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Ja, bitte. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Ja, wenn du dich nicht wiederholst. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren... Seit dem letzten Drachenblutkaiser suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Was ist denn das für ein komisches Geräusch gerade? Warte mal. Was ist das? Komm mal kurz hierher, Delfin. Dieses Geräusch nervt gerade ein bisschen. Geht da nicht weg. Ich schulde. Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, was wisst ihr denn über die Rückkehr der Drachen? Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Ich habe diesen Drachen, der fliehen konnte, schon mal gesehen. Er geflohen ist er jetzt, glaube ich, nicht. Wirklich? Wo? Helgen. Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Der Drache selber. Die Klingen, wer ist denn das? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Oh nein, Bauhus. Ich habe Bauhus sterben sehen. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Doch, ich schon. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute.
Was ist denn unser nächster Schritt? Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Ja, das wissen wir jetzt schon, weil es ihnen eine Klinge ist. Wieso denkt ihr, dass die Talmoor die Drachen zurückbringen? Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Tja. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Die hätten davon überhaupt nichts, weil die Talmoor auf der Seite des Kaiserreichs stehen. Und wenn die auf der Seite des Kaiserreichs stehen, wollen die ja Ulfrichs Kopf. Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Die Fraktion. Ach, es gibt keinen Mann, größeren Feind der Menschheit. Die Fraktion. Jo, das geht nicht es gibt richtig. Keinen größeren Feind der Menschheit. Nichts Handfestes. Das Kaiserreich. Und nun greift. Wer außer so den Talmoor hätte sonst etwas davon? Dann müssen wir herausfinden, was die Talmoor über die Drachen wissen. Habt ihr einen Vorschlag? Wenn wir in die Botschaft der Talmoor gelangen könnten. Das ist das Zentrum ihrer operativen Tätigkeit im Himmelsrand. Nur leider ist das Gebäude stärker bewacht als der Geldbeutel eines Geizkragens. Die sind mir, was Paranoia angeht, um einiges voraus. Und wie kommen wir in die Botschaft der Talmoor? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns im Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Oh. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Schlüssel zu Delphins Geheimtür. Okay. Ich bin direkt hinter euch. Begonnen diplomatische Immunität. Na gut, trifft Delphine im Flusswald. Noch nicht, wir machen erstmal ein Level up. Ausdauer. Zack. Und wir haben wieder einen Skillpunkt. 25% Rüstungsbonus, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Das sollte ja klappen. Wir haben ja ausschließlich schwere Rüstung. Sag mal ja. Jo, Rüstung 169. Hier sieht man's. Nice. Okay, dann erstmal ab nach Hause. Hier, Haus Seeblick. Die Bella ist die Göttin der Schönheit. Einer ihrer Tempel, der den Frauen gewidmet ist, befindet sich in Markat. Okay, ist hier schon... Hier ist schon gewachsen. Oh, kann ich das alles mitnehmen? Guck mal hier. Jetzt kriegst du auch richtig viel daraus. Nichts, ich will nur ernten. Nein. Bisschen Lauch, Kartoffel und Karotten. Ah, schön. So, dann erstmal Loot ablegen. Das weiß ich gar nicht mehr. Verdammt, wo hat schon was hingepackt? Hier hat schon Essen drin. Das sieht man. Ich habe auch gerade gesehen, wir haben einen relativ seltenen Althoherwein da gefunden. Den ohne dieses komische Zeug unten dran. Endlich geht's looten wieder los. Ich muss alles haben. Ich muss. Dann, was hat man hier drin? Ach, hier so sonstiges, wie das hier. Warnschuppen. Den Eimer leg ich jetzt mal ab. Das
Seelensteine, Golderz, Granatstein, Hirschfell, noch mehr Seelensteine, Kuhfell, mangelhafter Walerstein, Alter, geil. Meridias Stern. Vielleicht machen wir gleich mal die Quest von Meridias Stern. Zutaten, legen wir die mal alles alle ab. Alter, 42 mal Drachenbaum. Krass. 25 mal Weizen. So, hier hatten wir Tränke und sowas drin. Okay. Erstmal wieder alles ablegen. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Ne, die Rollen verkaufe ich. Bücher und sowas. Hier noch irgendwas? Ach ja, sowas, so Ringe und so. Okay. Halt von Akatosh. Lass uns mal. Ah, stimmt, siehst du. Schon wieder vergessen. Ich bleibe erstmal bei diesem HP-Amulett. Die hier heb ich auch mal auf. Zack. Die verkaufen wir. Und den entzaubern wir auch. Okay. Ach, warte, Lydia. Ich gebe euch Deckung. Wie kann ich euch dienen, Tane? Und zwar... Nein! Moment. Kriegst du wieder. Bitteschön. Direkt so. Zutaten. Noch Knochen. Schuppen, Eisenbahn. Das ganze Zeug hier noch. Okay. Gut, müssen wir das auch nochmal ablegen. Nee. Ja, Zutaten. Ja, und das Drachenschuppen und Drachenknochen kannst du ja später dann auch eine Rüstung herstellen. Aber dafür brauchst du erstmal das Level dafür. Das wird ein Stück dauern. Jetzt heißt es erstmal wirklich so viel wie möglich an Erz und so weiter sammeln, dass ich das dann leveln kann. Okay. So, als nächstes erstmal wieder nach Weißlauf. Wie spät haben wir's? 4 Uhr morgens wieder. Einmal nach Weißlauf. Sollte es ja bis dahin tagsüber sein. Einst trachteten die Drachen nach der Vernichtung oder Versklavung aller sterblichen Völker. Ein Unterfangen, das sie zweifellos erneut versuchen würden, hätten sie die Gelegenheit dazu. Boah, sieht schon geil aus. So. Ihr Hallo. Seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Danke. Ich habe hier einige... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Wieder noch, ich will meinen Scheiß loswerden. Hä, wieso hab ich den einstecken? Bitteschön. Ich glaube, ich sollte wieder noch mal nach dem Entzaubern gucken. Für den Zwergendolch kannst du noch haben. Den wollten wir auch entzaubern. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, mal gucken. So, Belitor. Vielleicht habe ich für ihn was. Ja, sicher sogar. Lass es nicht missen, wenn euch etwas gefällt. Alles. Oh, etwas hiervon. Ich kaufe deine Schwester. Davon? Siehst du mal, der hat sogar schon wieder Gold. Und zwar hier, schwarze Magierrobe. Bitteschön. Halt, warte, Schriftrolle. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Zack. Siehst du, und schon hat er sein Geld wieder los. Bitte kommt wieder. Mach ich. Wenn ich noch mehr Gold brauche. Okay, wir gehen nochmal hoch zur Drachenfeste.
Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal hier zur Halle der Toten. Und geben ihm jetzt endlich mal sein Amulett. Alter, jetzt kann ich ja wieder Zutaten sammeln ohne Ende. So, bist du jetzt wenigstens wieder da? Hä, wo ist denn der? Ach ja. Mit diesem furchtbaren... Ja, bitteschön. Oh, Arkai sei Dank! Bitte nehmt dieses Gold für eure Bemühungen. 15 Gold. Dankeschön. Möge Arkais Segen mit euch sein. Dankeschön. Ja, das ist Diebstahl. Okay, auf zur Drachenfeste. Fix gucken wegen Entzaubern. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich auf die Seite der Kaiserlichen gehe, dass er dann auch weg ist. Dass die ihn dann töten. Der ja Talos anbetet. So, hallo Faringer. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Guck mal hier. Nee, das natürlich nicht. Und hier, Stahlhelm der Illusion. Alter, das hat Kleins W-Level gebracht. Den noch nicht. Es gibt einen Schild. Den will ich unbedingt noch haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie man an diesen Schild rankommt. Hat aber irgendwas mit Einsamkeit zu tun. Das weiß ich noch. Das Schild von Einsamkeit. Das ist aus meiner Sicht einer der geilsten Schilder im ganzen Spiel. Wenn man mit Schwert und Schild spielt. Weil der hat gleich zwei Effekte drauf. Der hat irgendwie, ja, Blocken reduziert mehr Schaden. Und hat noch Magieresistenz zusätzlich mit drauf. Also richtig geiles Schild. Tagebuch. Wir gucken mal ganz kurz. Quests. Nee. Hier, Meridias Stern. Machen wir das mal. Da kommen wir wieder zum Schlachtrossstein. Und das Ding hat man ja schon mal kurz gesehen, wo wir zu dem Stein gegangen sind. Auf geht's. So, mal wieder weit im Norden. Und hier ist gleich noch irgendeine Höhle. Dann nehmen wir die doch gleich noch mit. Das hier ist also Berg Kilkriad. So, was für eine Höhle haben wir denn hier? Wolfsschädelhöhle. Oh Mann, jedes Mal bei der Aufnahme. Oh, ich drehe schon wenigstens immer das Ding weg, weil ich nicht schnell genug ans Muten rankomme. Okay, Wolfsschädelhöhle. Spitzhacke. Oh, Moment. Muss mich mal kurz anders hinsetzen. Oh, das niesen wir gerade. Ja, das war langweilig. Ich weiß. Entschuldige. Ich denke mal, wir werden hier gleich noch früh genug Action haben, Lydia. Da ist irgendeiner. Es war nicht zu erraten, dass einer... Geil! Jawoll! Jetzt hat sich's ausgesungen. Stallkriegshauer. Also ich glaube, das wird echt lange dauern, bis ich den Bogen auswechsle. Der Bogen ist ja völlig broken, Mann.
Schön in den Rücken geschossen. Sieht gut aus. Bestimmt bequem. Ja, Kaninchenkeulen. Der Topf. Ist da jemand? Ja, ich. Banditenraufbold. Wow, die ist ja sehr energisch gestorben. Die macht gut Schaden, ey. Ich würde das sagen. Gleich noch dran, genau. Und dann. Sovngarde wartet auf euch. Ja, meinst du? Und tschüss. Du noch? Das sah geil aus, wie die gestorben ist, ey. Schön erstmal durch die Gegend geflogen. Und direkt eine große Kiste? Wow, das ging ja schnell. Wiederherstellung verbessert. Ist da eine Falle dran oder so? Nee, sieht nicht so aus. Okay, was haben wir? Elfenschwert, ey, was? Orkischer Streitkolben. Ich glaube, das Frostbisses. Elfenschwert nehme ich natürlich mit. Zeig mal her, ist das stärker als mein jetziges? Schwerter klingen 19, Elfenschwert auch 19. Das Klingenschwert ist besser, ey. Aber dann, Lydia? Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Das ist lieb, aber ich will dir nur ein besseres Schwert wiedergeben. Bitteschön. Und das Orkschwert hau ich jetzt weg. Zack. Mal los. Sag mal ja. Sieht schon cool aus. Nice. Okay. Einfach ein Elfenschwert, ey. Na gut, dann wieder nach draußen. War ja eine relativ kleine Höhle. Muss auch mal sein. Auch ohne Banditenanführer. Wirklich nur der Raufbold jetzt hier am Ende. Draußen. So. Und hier in der Nähe ist Meridias Schrein. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst. Und wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Tausche ich den Stern aus? Naja, nicht aus, ich pack den hier rein. Wow! Hui! Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Ihr werdet meine Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Erzählt mir mehr über dieses Artefakt, das würde ich schon gerne wissen. Sterbliche nennen es den Dämmerbrecher.
denn es wurde in einem heiligen Licht geschmiedet, das über meine Widersacher hereinbricht und Verderbtheit und Falschheit wegbrennt. Ihr werdet in meinen Schrein eintreten, Malkoran vernichten und diese mächtige Klinge zurückholen. Okay. Ich mach es. Natürlich. Ich habe es befohlen. Jetzt gilt. Das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Okay, ja, sie war die mit dem... Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel. Und er hört auf meinen Befehl. Das ist die Untoten ich so hasst. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinabsenden. Führt dieses Licht durch meinen Tempel. Dann werden seine Türen sich öffnen. Okay. Geleite Meridias Licht durch den Tempel. Und das ist doch schon wieder ein richtig schöner Screenshot hier wert. Oder? Ah, das muss einfach sein. Ich muss Screenshots immer machen von irgendwelchen coolen Sachen. Ich mag's einfach nur. Macht sich ja dann auch gut als Thumbnail. Fuxi! Oh, der Kuller da. Der hat bestimmt echt einen Zombie getrunken. Okay. Na dann. Gucken wir mal, was es hier damit auf sich hat. Ich habe ein bisschen Angst, wenn das wirklich wie so eine Art Zauberer ist. Oh Gott, ey, der wird mich so vernichten, ey. Die Zauberer in Skyrim, die sind schon echt heftig. Verweste Leiche. 75 Gold. Kaiserlicher Helm. 32 Rüstung? So viel? Wie viel hat meiner? 35, okay. Guck mal, kam mir gerade zu viel hoch. Oh, das sieht cool aus. Guck mal. Oh. Ja, guck mal. Und ich hau ihn erstmal weg. Hm, wirklich hier wie so ein Centurio-Helm, sag ich mal. Geil. Die sind alle leer. Hier ist so lauter dunkler Schatten hier. Oh, wie komme ich an den Loot ran? Schwer in den Loot. Oh. Abgeschlossene Tür. Ah, hier gleich irgendwo. Ne, das war's nicht. Gut, dass wir ein paar Dietriche haben. Nice. Oh, sehr gut. Und damit können wir aufmachen. Yes. Oh, statt gerade jetzt eine Falle, aber. Ne, das Notschwert. Und da haben wir noch ein paar Dietriche wieder. Sehr schön. Die Dietriche werden noch wichtig. Weil spätestens, wenn wir an unsere erste Meistertruhe kommen... Alter, wieder 75 Gold. Dann werden uns ein paar Dietriche abbrechen. Das ist hier ein bisschen schwerer als in Oblivion. Das Schloss knacken, was Meisterschlösser angeht. Ah, und dann geht die Tür auf. Okay. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Da vorne sind sie doch schon. Okay. Frostatemhammer, Bogen der Schatten. Erstmal wieder Stealth-Angriff. Korrumpierte Schatten. Nice. Geisterhafte Überreste. Der wird hier in dem Eis dann auch nochmal kurzzeitig verlangsamt, wie ich gerade sehe. Ja, geil.
Geht's hier hin? Schlüssel erforderlich. Hm. Und das macht wahrscheinlich hier oben auf, hä? Ach nee. Was? Ja, so kann ich mich auch verraten. Sehr gut. Das war ja sehr clever von mir. Okay, die sind bisher nicht das Problem hier. Problem wird eher der Zauberer, denke ich mal, der das Ganze hier macht. Noch mehr. Das ist schon Gold. Mal die Fackel. Haben wir aus Versehen einen Blutweg genommen oder wie? Nochmal 20 Gold. Rubin. Alter, geil. Da können wir uns ja hier richtig gönnen. Einfach mal aus ihrem. Aus ihrem Allerheiligsten hier einfach mal alles wegnehmen. Oh. Das wollte ich gar nicht. Verdammt. Ich wollte eigentlich das. Danke, Lydia. Die hat den erstmal komplett runtergehauen. Und ich habe den letzten stark gemacht. Ja, der ist ein bisschen stärker hier, aber trotzdem kein Problem. Schon daran. Achso, erstmal hier natürlich. Dann geht das da drüben, ja? Jo. Okay. Aber wie kriege ich das hier auf? Warte mal. Ach, muss ich wieder knacken. Okay. Hier irgendwo. Oh, perfekt. Nice. Noch mehr Loot. Zaubertrank der Heilung. Okay. Noch mehr Loot. Wieder 50 Gold. Alter, die haben übelst viel Gold einstecken. Tempel von Kilkriat. Galerie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ah, guck mal hier. Geht's auch gerade weiter. Tja, du wirst noch ganz viel mehr sehen. Auf meinen Reisen, Lydia. Oh Gott, Expertentruhe. Na gut, legen wir mal los. Oh! Wir haben es schon fast. So? Ne, genau andersrum. So ungefähr. Ja, gut, war sehr schwer. Zwergenrüstung, da. Mann, was soll ich denn immer noch mit diesem scheiß Illusionszeug? Kann das nicht irgendwie Zwergenrüstung der Wiederherstellung oder sowas sein? Ich habe keine Illusionszauber, verdammte Axt nochmal. Ist egal, wer das hier trägt. Kann ich euch dienen, Tane? Dann kriegt sie das jetzt. Hier, bitteschön. Und die Alte nehme ich mal mit hier. Also, die Lydia hier. Ich folge. Mann. Tempel von Kilkriat, Ruinen. Da sind doch wieder welche. Komm, Frostatem ran. Alter, macht das Schaden. Boah, heilige Scheiße, macht das Schaden. Wie gut. Okay.
Schlüssel erforderlich, das ist die Tür, die dann aufgeht. Da ist noch einer. Die macht mir wirklich nicht mehr viel Schaden. Gold. Die sind leer. Hier ist auch noch was dran. Goldener Smaragdring. 700 ist der wert. Alter. Schild. Aber endlich merkt man, dass man ein bisschen hier am Anfang das Leveln richtig schnell. Ey, Level 13 jetzt schon hier in den paar Folgen. Zaubertrank der höchsten Magika. Alter. Schlüssel erforderlich. Und bei Oblivion so die ersten 10 Folgen, ey, was waren wir da? Level 5? Das ist noch da drüben. Ist die hier aufgegangen, ne? Ja. Hab ich gerade so noch gehört. Ja gut, also seine Viecher, die er hier beschwört, die sind jetzt nicht wirklich stark. Da haben wir, denke ich, keine Probleme mit. Da ist eine Falle, ich sehe es doch schon hier auf dem Boden. Meister! Um Gottes Willen, ey! Dann kann ich das jetzt mal zeigen. Mit einem Meisterschloss. Knack! Da ist der erste schon weg. Zack, und der zweite ist weg. Und der nächste ist weg. Hier irgendwo, okay. Nein! Das war so knapp. Vielleicht. So? Ne. Bisschen nach oben. Ne. Das gibt's nicht! Oh, ich hasse diese Meisterschlösser. So. Oh, endlich. Ja, das hat natürlich gleich richtig Erfahrung gebracht. Wir sind Level 14 geworden. Dann machen wir das Level. Verdammt, ich hätte es mir aufheben müssen. Auf Gesundheit, bam. 200 Leben. Schatulle ist leer. Zaubertrank des Volltreffers. Heilung. Ja gut, also der Loot hat sich jetzt hier in Grenzen gehalten. Aber gut, es war ja nicht abgeschlossen, es war ja nur die Falle, die so schwer war. Machen wir es ganz einfach. Schnell. Zack. Dann hier rüber. Aktivieren. Und jetzt geht das hier unten auf, hä? Ne, da drüben. Ich höre ja doch schon einen. Hier. Verdammt. Ja, der hält ein bisschen mehr aus. Bringt ihm aber trotzdem nichts. Alter. Zaubertrank der kräftigen Heilung. Glaube ich, kann ich wirklich deinen einsetzen. Wegen den. Schlossknacken ist fast auf 25. Mit 25 kann ich doch, glaube ich, Lehrlingsschlösser dann schon mal aktivieren, ne? War das nicht so? Ich guck nochmal. Schlossknacken hier. Jo, mit 25 Lernungsstufe verbessern, dass wir die einfach knacken. Und noch mehr Gegner. Na dann, komm mal her, ja. Keine Chance, mein Freund. Da oben!
klar, mein Freund. Tschüss! Kaiserlicher Bogen. Oh. Die 75 Gold dürfen wir auf keinen Fall liegen lassen. So, hier haben wir noch ein paar Ohren. Gold. Gold. Alter, die haben so viel. 20, 50, 60. Heilige Schiete, ey. Ist nichts weiter, okay. Dann hier weiter. Noch mehr Ohren. Nochmal 40. Jetzt das hier unten, ne? Jo. Okay. Katakomben. Das klingt doch schon danach, dass wir fast da sind. Ich schau mal wieder ins Safe. Gold, Gold. Zwergenbogen, okay. Wie viel Schaden macht er? 20. Und unser Bogen macht derzeit 32. Das ist so krass, ey. Das ist schon Zwergenbogen jetzt. Der kommt da nicht mal annähernd ran. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Okay, wir sind da. Okay, nochmal speichern. Da ist er. Ich will kleinen Schleichtreffer auf ihn machen. Oh. Nein, verdammt! Ich wollte meinen Frosthauer, aber ich hatte ja den drinne. Nein! Gott! Okay, die erstmal weg hier. Verzeihen. In der Zeit muss ich mich schon ablenken. Oh! Der benutzt... Alter, oh Gott! Der hat so Feuerbälle. Oh nein! Die muss ich jetzt erstmal kurz los. Okay. Ich bin noch. Das muss jetzt sein. Noch übelst verlangsamt durch den blöden Eiszauber. Alter, macht der Schaden! Oh! Oh! Der ist nochmal als Tod auferstanden. Oh! Habe ich sogar noch hier diese Magieresistenz, ne? Da ist er. Malkorans Schatten.
Ja, da ist aber gerade Lydia irgendwie. Ich kann mein Dings, meinen Frosthauch nicht einsetzen. Ich glaube, Lydia lenkt den gerade ein bisschen ab. Kann ich vielleicht mit dem Bogen gerade drauf? Nee, da hat voll den Fokus auf mich. Okay, ja, das macht gut Schaden. Oh. Alter! Es ist vollbracht. Der Schänder ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Alter! Boah! Also, Zauberer hier in Skyrim, das ist einfach. Das ist eine Hausnummer für sich. Heilige Scheiße, ey. Siehst du, ohne die Heiltränke hätte ich das nicht geschafft gerade. Oh, jetzt werden wir hier gerade richtig krass mit Gold belohnt hier, ne? Guck dir das an. Weil jetzt so viele von den Leichen rumliegen. Alter! Boah, krass. Ey, wir haben 8000 Gold. Und das, obwohl wir erst 5000 ausgegeben hatten. Okay, gibt's hier vielleicht noch irgendwie eine große Kiste oder so? Bringe Dämmerbrecher und deinen Besitz. Dein Besitz. Oh. Malkoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Das war ein Feind, ey. Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen, auf dass mein Einfluss wachse. Ich werde diese mächtige Klinge in eurem Namen schwingen. Sie ist ja nicht böse oder so. Sie ist zwar sehr zwar so ein Befehlston hier und sowas, aber. Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Wie man ja merkt, sie ist ja nicht böse oder so. Whee. Ah, okay, zeig mal das Schwert her. Dämmerbrecher. 20 Schaden. Hat sogar ein bisschen mehr Schaden als meine. Steckt. Ziele für 10 Schadenspunkte in Brand und verursacht bei daraus resultierenden Tod eines Untoten eine Feuerexplosion, die umstehende Untote vertreibt oder tötet. Okay. Also gut gegen Untote einfach noch. Zeig mal her. Oh, jawoll! Alter, sieht die gut aus. Oh. Nice. Okay. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Hatte Lydia eigentlich überlebt? Nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ich schau mal ohne Aufnahme gerade nach. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss!